Banane mit Pommesgewürz. Wer kommt auf sowas? Bist du was? Irre! Wo hast du das her? Willkommen zu einem neuen Video auf Family Farm, meine Lieben. Mit Edda am Start, wieder eine schwangere Frau. Wir machen heute eklige Schwangerschaftsessen-Kombinationen. Und da haben wir uns gedacht, da gehört Edda dazu, weil sie hat ja ganz andere Geschmackssinn gerade. Wenn wir das alleine machen, ist blöd. Und Robert macht diesen Test mit. Ich mache nicht, ich serviere. Ich muss das Opfer wieder spielen. Genau. Und ich würde sagen, wir legen gleich los, ohne viel labern. Ich bin auch schwanger. Zeig mal deinen Bauch. Hormone und so. Hormonstörungen habe ich. Winterspeck. Oh, naja, gut, ein bisschen ist schon. Dritter Monat bin ich auch. Oh mein Gott. Erste Kombi. Edda, sag mal, Ernst. Was es ist? Salami und Schokobons. Danach, also nacheinander ist bestimmt gut, aber zusammen? Nein. Also ich kann mir es nicht vorstellen. Wobei ja immer viele sagen, süß und salzig schmeckt gut, oder? Zum Wohl. Und weg ist, gar kein Problem. Aber wie schmeckt's? Mir auch. Schmeckt's dir? Ja, gar kein Problem. Robert auch? Nächste Runde bitte. Ist der schwanger wirklich im dritten Monat? Er hat Schwangerschaftshormone. Und? Also, am Anfang Salami und der Schokolade ist einfach... Also, in Skala von 1 bis 10 würde ich eine 7 geben. Ich würde, glaube ich, auch so ungefähr eine 7 geben. Okay. Nächste Kombi ist Himbeeren mit Ketchup. Bitteschön. Probiert mal, wie das schmeckt. Das kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, weil ich bin eh kein so ein Ketchup-Fan. Schon richtig eindrucken, weißt du. Ananas, ich mag ja Ananas-Pizza, aber mit Himbeeren und Ketchup. Die ganzen Himbeeren versauen. Weg ist, gar kein Problem. Ich kann sogar noch eins essen. Ich esse auch noch eins, damit ich möchte nicht. Du jetzt ein bisschen mehr Ketchup auf? Es geht, man schmeckt irgendwie eins am Anfang und das andere zum Schluss. Das teilt sich so irgendwie auf. Am Anfang finde ich Ketchup und dann. Ja, genau. Zum Schluss die. Gar kein Problem, nächste Runde bitte. Von den Himbeeren. Oh mein Gott. Das ist eher eine 4. Ich glaube, ich habe hier echt zwei Schwangere erwischt oder so. Gut. Nächste Kombi ist Schokoladenkekse mit Senf. Das sieht zwar auch ekelhaft aus, aber. Also, das sind. Genau, da ist Zucker drauf auf den Keksen. Ne? Schokolade und Zucker. Diese Kaffeekränze mit Schokolade gibt es jetzt. Sind übrigens meine Lieblingskekse. Echt? Aber die ohne Schokolade. Ich will es gar nicht eintun, wenn ich. Ja, also selbst irgendwie wohl nicht dazu jetzt. Bäh! Also, seht ihr das überhaupt? Mmh. Oh. Und dann nehme ich keine zweite Portion. Was ist noch was? Schaffst du es nicht? Wie macht es eigentlich nichts aus irgendwie? Ja, sag ja, die hat ganz anderen Geschmackssinn, glaube ich. Ich bin ja auch grad gar kein Senf-Fan. Also, wenn ich jetzt Wienerle esse oder so, dann nur mit einem Tupfer immer. Manche dumme, da das richtig rein. Edda reicht schon wieder. Edda reicht schon. Edda isst hier alles. So, drei von 10. Okay, 5. Ja. Okay. Nächste Kombi ist Banane mit Pommesgewürz. Wer kommt auf sowas? Bist du was? Irre! Wo hast du das her? Banane und Pommesgewürz. Warum? Ist denn die so glitschig? Ich kann die nicht mal halten. Gar nicht mal so schlecht. Ich find's echt nicht, ich find's wirklich nicht schlecht. Ich find's wirklich nicht schlecht. Nee, mir schmeckt's nicht. Oh mein Gott, Edda haut alles runter hier. Dir wird's aber nicht schlecht nachher, oder? Und dir nicht? Ja. Entweder habe ich Hunger. Oder beides. Ich hab Hunger und bin schwanger, oder? Ja. Und dir nicht? Nee. Gar nicht? Brauch ich jetzt nicht. Brauchst nicht? Zu salzig. Gut. Nächste Kombi ist Chips mit Marmelade. Guckst du, Robert? Wie sie guckt. Lecker!
Und? Es geht. Das bin es schmeckt, schmeckt echt nicht schlecht. Eigentlich macht mir jetzt wieder nichts aus. Komm, nee, ist jetzt nicht schlimm, aber... Also ich muss es nicht haben, aber... Komm, vom Fernseher kriegst du jetzt Chips und Marmelade in Zukunft. Nee. Was sagt ihr dazu? Schreibt mal in die Kommentare. Chips Robert nur, kriegt Chips und Marmelade in Zukunft. Marmelade morgens ist besser. Gut, dann tauschen wir gleich mal. Skala? 6 von 10. Bei mir jetzt. Ja, 7 von 10, 8 von 10. Okay. Oh, so gut? Und nächste Kombi ist typische Schwangeren-Kombi, meine Lieben. Saure Gurken mit Nutella. Lecker, lecker. Ich liebe es. Du? Nee. Ich hab's noch nie gegessen. Ich liebe diese Kombination. Ja, ne. Okay. 10 von 10. Und wenn es von 100 von 10 wäre, wäre es 100 von 10. Und? So schlecht ist es gar nicht, ja. Vielleicht bist du doch schwanger. Oh, mega lecker. Echt jetzt, oder? Wie kann man sowas essen? Ich habe das in meiner Schwangerschaft nie gegessen. Nutella schmeckt man kaum, finde ich. Weil das... Überwiegend den Gurke, aber... Das mildert ein bisschen diese... Säure ab. Ja, genau. Okay. Ja. Also ein bisschen schwanger bist du schon, oder? Müsst ihr mal probieren, auch... Wenn ihr nicht schwanger seid, also genau, würde diese Kombis. Eine 8 von 10 geben. Das 10 war von 10. 100 die beste Kombi. 100 von 100. Und die, oh Gott. Die am Anfang war jetzt auch nicht schlecht. Salami, Schokobon. Ja, das war auch so übel. Echt? Ich kann immer gar nicht. Was macht die da? Nochmal eins essen. Okay. Robert, eins essen. Sie hat also doch Hunger. Also, und sie ist auch schwanger, meine Lieben. Gut. Okay. Das war's eigentlich mit dem Video. Sind wir so auf die Idee gekommen und haben gedacht, drehen wir das Video mal ab mit der Edda wieder, weil die war schon lange nicht mehr in unseren normalen Challenges mit dabei. Und wir hoffen, das Video hat euch Spaß gemacht und gebt mal viele, viele Daumen für die Edda, dass sie in Zukunft, auch wenn sie schwanger ist, jetzt mal in den Videos öfters zu sehen ist. Sonst kommt sie gar nicht mehr, gell? Ach, Schmarrn. Also, trotzdem viele Daumen und unseren Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.